Hallöchen, meine werten Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben heute was ganz Besonderes und ich habe Bock, denn wir machen wieder ein koreanisches Display auf und diesmal ist es nicht wie beim letzten Mal Labyrinth of Nightmare. Nein, wir haben das OG-Set. Wir haben Legend of Blue Eyes White Dragon. Der da ist drin. Und ich finde schade, dass der Riders nicht drauf ist. Wir haben oben noch Exodia drauf. Ich habe nämlich online ein bisschen was bestellt. Wir haben noch weitere. Ich kann es euch schon mal zeigen, was die Tage dann auch noch online kommen wird. Und zwar einmal haben wir noch, ich zeige euch so rein. Strike of Neos und Magician's Force. Da kann ein dunkles Magiermädchen in Secret drin sein. Und und generell habe ich nochmal zwei andere Decks, die ich euch auch mal zeige. Hier, wir haben einmal noch das Dawn of the XYZ und XYZ Symphony. Die werden auch noch kommen, aber wir machen uns jetzt erstmal drauf. Beim Bestellen kann die zwei noch gratis extra dazu. Deswegen, let's go, komm, ich will nur wissen, wie ich die am besten aufmache. Ich weiß immer noch nicht, wie man Dingsbooster am besten aufmacht, weil ich will die Karten halt echt nicht kaputt machen. Wait a minute, ist das? Oh, man kann die hier oben an dem Ding aufreißen. Wieder was gelernt. Ich bin sehr gespannt, weil Rush-Duel-Karten, ich gehe mal ein bisschen näher ran, haben halt ein komplett neues Design. Hier haben wir zum Beispiel einfach die heilige Elfe in einem anderen. Die Rush-Duel-Karten sehen halt ganz anders aus und die haben ein komplett neues Design und ich finde dieses Design so gut. Sehen die hinten anders aus? Okay, ja, die haben hinten halt nur das Rush-Duel-Logo. Die sehen sehr, sehr cool aus. Ich kenne die meisten davon nicht. Das ist auf jeden Fall die heilige Elfe ohne ihre Verteidigungspunkte. Die 1000 Messer, die kennt man noch. Ich gehe mal ein bisschen raus nochmal. Und dann haben wir als Rare, ich weiß nicht, wer es ist, aber die Karten sehen definitiv cool aus. Rush-Duel-Karten sind cool und ich habe das Pack genommen, weil ich die ganz gerne halt einfach auch mal gehabt hätte. Mach scharf. So ist wunderbar. Das ist schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Einfach mal Rush-Duel-Karten. Cool, jetzt habe ich 5 Rush-Duel-Karten. Aber wir wollen natürlich auch, man kann es hier oben an den Dingen einfach dann so aufreißen. Okay, wieder was gelernt. Ich brauche keine Schere mehr. Und das ist das extra Blue Eyes Booster. Wir haben einmal, bevor wir gleich zu dem hier kommen, Falle entfernen. Kagemusha der blauen Flamme. Die erste Karte, die jemals im Yu-Gi-Oh! Anime gespielt wurde. Und by the way, basically eine 6 Samurai Karte. Dann haben wir irgendein Wassermonster, das Ding. Und dann haben wir einen riesen Steinsoldat in Rare im extra Booster. Da sage ich nicht nein. Damals super, super strong, weil er mit 1-3 und 2000 Verteidigung einfach das beste 2000 Verteidigungsmonster war, was auch noch 1-3 Attack hat. Den legen wir mal raus. Ich habe mir jetzt inzwischen auch schon Boxen angelegt für die anderen Korden. Aber wir haben hier noch ganz viele Booster, und zwar 40 Stück tatsächlich. Wir werden jetzt eine sehr, sehr gute Zeit haben zusammen, Guys. Die hier behalte ich, by the way, die Boxen. Ich habe auch noch die von Labyrinth of Nightmare, weil ich die sehr, sehr cool finde und vielleicht mache ich damit mal irgendwas. Aber, ja. Wo habe ich das jetzt aufgelegt? Ach, auf die, den Süßkram, der mit im Paket drin war. Aber wir haben ganz, ganz viele von diesen wunderschönen Boostern. Und ich habe Bock. Ich habe so Bock. Ich glaube, ich gehe nochmal ein kleines Stückchen raus. Einfach, damit man das noch ein bisschen besser sehen kann. Wir haben, ist das nochmal Armillo oder so? Irgendwas ähnliches. Der Bogen für die Lichtmonster, Urabi 1.5, das Buch und dann haben wir das Monster-Ei. Stimmt, hier gab es ja auch noch Packs, wo nicht mal eine Rare drin ist. Es fühlt sich immer ein bisschen weird an, aber ich hoffe halt einfach wirklich auf ein Red Eyes, ein Blue Eyes natürlich oder ein Dark Magician. Den Totenkopfdiener, den anderen Typ, die Insektenkanone, noch ein Urabi und dann haben wir Dragon Jar in Rare. Gott, Mann, ich bin so gespannt. Ein Legend of Blue Eyes. Wie oft kann man im Leben noch so ein Display aufmachen? Auch wenn es halt nur koreanisch ist. Das ist schon cool. Bisschen leicht nach hinten gebogen. Den Kämpfer hatten wir schon mal. Die Keime, die abscheulichen. Der Biberkrieger. Ich warte, by the way, bis der irgendwann mal noch ein Dings bekommt. Ein Themendeck um sich. Der Biberkrieger. Da habe ich einmal noch was anderes gemacht. Und das ist einfach das Mammut. Der Mammutfriedhof. Nur 2 Rares bisher. Noch keine Super. Ich meine, wir haben noch nicht viel aufgemacht. Aber trotzdem. Weiter. Oh, die Karten sind schon leicht gebogen, so ein bisschen. Ach, der Zyklop. Das war tatsächlich, weil Legend of Blue Eyes ist ja das erste Booster-Display, das wir da im Westen quasi bekommen haben.
Und im OCG kamen vorher noch andere Packs raus und das war tatsächlich das allererste stärkste Monster. Das Ding hat quasi den Power Creep gestartet. Dann haben wir noch den Kämpfer, die Tante mit ihren 1-6, noch ein Biberkrieger und dann haben wir tatsächlich ein Instant Fusion Target oder eine, ja, der ist auch noch in der Booster Battle Series mit Barry Mir drin, weil man den jetzt tatsächlich mit Magical Scientist in der Xyz Era oder in der Synchro Era rausholen kann und dann kann man da halt vielleicht leichter auf ein paar Plays gehen. Dann haben wir nochmal diesen Kämpfer, nochmal die Insektenkanone, Typhoon oder so, die Reißzähne und dann haben wir das Basisinsekt, eine von Weevils liebsten Korden. So, wir sollten auf jeden Fall wieder zwei Ultras ziehen. Ich glaube, Secrets gab es hier noch nicht. Das gab es nur Ultra. Der kleine Drache. Die Pflanze. Geringerer Drache. Nochmal Typhoon, was weiß ich. Und ein Feuerdrache, wieder ein Rare. Das heißt, das ist noch ein Fusion-Target. So für Instant Fusion, Magical Scientist, Metamorphose. Falls man den halt brauchen sollte. Immerhin habe ich jetzt gelernt, wie man diese Booster aufmacht. Halleluja. Das Chaos-Phantom oder einfach Phantom-Dings und leuchtende Winde oder sowas. Kurai oder so. Und dann haben wir noch einen Totenkopfdiener. Auch wieder in bekommen. Noch haben wir keinen richtigen Puls gehabt. Noch haben wir nichts. Noch gar keine. Komm schon. Come on. Erstmal. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, ne? Der weiße Tiger, ich weiß nicht, wie der heißt. Das heißt, das Ding ja für Rüstung. Dann Stahlogergrotte 2. Weiß ich nicht, nochmal das Flugding. Und dann haben wir das dritte potenzielle Fusion Target. Okay. Ich glaube, langsam haben wir alle Fusion Targets. Es gab ja generell nicht viele Effektmonster hier. Ich glaube nur, wie war es nochmal? 5. Exodia. Der Reaper. Gab es Hane schon? Ich weiß nicht mehr. Es gab auf jeden Fall nicht viel. Die Pflanze. Dann haben wir nochmal das Wasserding. Ah, Masaki, der legendäre Schwertkämpfer. Umi, sehr gute Karte bis heute. Und dann haben wir nochmal den Zyklopen. Warte mal, wie hieß der bei uns nochmal? Irgendwas mit H, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war irgendwas mit H. Dann haben wir das Spiegelvieh. Ich gehe nochmal ein Stückchen hier hin. Das Spiegelvieh. Nochmal eins davon, ein Fischchen, nochmal Masaki und dann haben wir Topf der Gier in Rare gezogen. Das ist cool. Topf der Gier aus LOB in Rare. Der war nur eine Rare. Weißt du was? Nur Topf der Gier, so eine Iconic Karte, kriegt sogar trotzdem mal eine Sleeve, auch wenn es nur eine Rare ist. Einfach weil es Topf der Gier ist. Das große Problem ist, ich kann kein Koreanisch. Dementsprechend kann ich euch leider nicht sagen, was Topf der Gier macht. Müsst ihr vielleicht tatsächlich einfach mal online ein bisschen googeln, was Topf der Gier genau macht. Ich kann es, wie gesagt, euch nicht sagen, weil ich halt leider das Koreanischen nicht mächtig bin. So. Weiter. Aber Topf der Gier ist ein sehr, sehr guter Rare-Pull, ne? Das ist ein sehr, sehr guter Rare-Pull. Hier König, King of the Abyss oder so heißt er, glaube ich. Dann haben wir nochmal das Phantom. Sanddrache oder so. Mystische Schaf 1 oder 2. Und dann haben wir Hane. Es war tatsächlich Hane war eins von den Effektmonstern, was hier noch drin war oder schon drin war. Wie gesagt, es gab, glaube ich, noch 5. Sehr cool auf jeden Fall. Haben wir Hane auch einmal als Rare. Dann gucken wir weiter. Irgend so eine Echse. Irgendeine Maschinenkarte war es nochmal. Nochmal mystische auf einfach Sogen. Und dann haben wir nochmal einen kleiner Drache. Wir haben noch keine Ultra oder keine, ich nehme mal vom anderen Stab hier jetzt, ich habe immer noch mal angehalten. Weder eine Ultra noch eine Super gezogen. So gerade kommt das immer noch ein bisschen spät wieder aus. Die kleine Drache, die Pflanze, ein geringerer Drache, ein geflügeltes Ungeheuer, das aussieht wie ein Drache. Und dann haben wir den Sensenmann der Karten. Jetzt ziehen wir tatsächlich aber alle, die ich auch gesagt habe. Den habe ich, by the way, tatsächlich noch so aus LOB. Der war, glaube ich, damals, war der auch eine Rare? Ich glaube, der war auch wirklich damals schon eine Rare. Den habe ich tatsächlich aus dem Original LOB auf Deutsch tatsächlich. Oder ich weiß nicht, ob es Deutsch oder Englisch war. Aber cool. Ich meine, ich sage auch nicht nein zu einem Exodia-Kopf, ne? So.
Das sieht ein bisschen aus, keine Ahnung, ich nenne es Demi-Devi-Monstalo gerade 2, Urabi, das Buch und dann haben wir Feuergras. Was ein Erdemonster ist. Feuergras, einfach. Ich meine, Pokémon hat es jetzt auch geschafft, ein Pflanzenfeuer-Pokémon zu machen, aber komm mal, Yu-Gi-Oh! Hatte das im ersten Set eine Feuerpflanze. Als ob die so lange gebraucht haben. Dann haben wir den Tiger. Dann haben wir die Rüstung, Stahlogergotte 2, Kurai irgendwas und dann haben wir nochmal einen Rare, den Riesensteinsoldaten. Sieht gerade echt wie. Also da müssen eigentlich, müssten da glaube ich, wie war es nochmal, zwei Ultras und 4 Secrets müssten eigentlich safe sein. Also kein Plan, wo die sich verstecken. Aber ich hoffe, dass da halt noch was kommt. Das wäre sonst echt ein bisschen doof. Und da haben wir das 4. Fusion Monster jetzt schon. Ich glaube, jetzt haben wir alle davon. Ich glaube, wir haben alle 4 von diesen Rare Fusions. Ich glaube nämlich gerade, mehr gibt es nicht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich schwöre es, ne? Wie das zusammengepackt ist hier. Machen wir nochmal die Rüstung. Mach scharf, danke. Den Fisch. Den Biberkrieger. Kristallrose. Und dann haben wir Monster Eye. Langsam mache ich mir echt ein paar Gedanken, dass ich keine Dings ziehe, ne? Das wäre wack, weil dann wäre das halt abgewogen gewesen. King of the Abyss, das Phantom haben wir nochmal, den Sanddrachen oder wie es Ding heißt, das mystische Schaf und dann haben wir, ich weiß nicht, wie die Karte heißt, aber ein Rare. Komm schon. Gib mir, jetzt will ich einen Blue Eyes. Ich habe so lange drauf gewartet. Gib mir einen Blue Eyes. Gib mir einen Blue Eyes. Feuergras, die Spinne, Skullbird, bestes Vanilla 4-Sterne-Monster aus dem Set mit 15,50 Attack. Das Ding, das zu Donnerdrache 2 wurde und dann haben wir den Wolf. Okay, wir haben doch noch ein Stufe 5 Fusionsmonster, auch in Rare, der Blumenwolf. Auch recht iconic habe ich ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich sehr, sehr gut tatsächlich an die Karte. Feuergras, Spinne, noch ein Skullbird, sehr gut, nochmal den Fake Donnerdrachen 2 und dann haben wir den 2 Clown-Angriff in Rare. Gute Karte von Anfang noch ist halt minus 2, so ihr müsst 2 Monster und die Karte quasi nutzen, um ein Monster vom Gegner wegzubekommen. Aber es gab nicht viel Removal damals, da hat man sogar das gespielt. Das Ding haben wir nochmal, den Sanddrachen, das Flügelding, die Reißzähne und dann haben wir nochmal das Basisinsekt. Wie viele Rares habe ich bisher gezogen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also langsam sollte da eine Super kommen zumindest, ne? Das wäre sonst echt ein bisschen wack. Mein Top-Deck hier schön und gut, aber ich will schon Super Rares. Panda hat man noch nicht. Den hatten wir auch noch nicht. Kagemusha. Und dann haben wir den bewaffneten Ninja. Oder blauer Ninja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es war. Aber auch ein Rare. Damit haben wir jetzt, glaube ich, den Sensenmann, Hane, 3 von den Effektmonstern. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch der Fallentypi, weil der zerstört Zauberkarten. Glaube ich, war es. Ich glaube, eins fehlt noch. Das Ding, der ist der Fallenzerstörer da. Wie viele haben wir denn noch? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Packs. Und wir haben über die Hälfte geöffnet und noch nicht eine Super. Langsam habe ich das Gefühl, hier ist was rigged. Silberfang, sehr coole Karte. Geringerer Drache, das Wölkchen, das Schwertchen. Und dann haben wir doch die erste Super, und zwar die Heilige Elfe. Gott sei Dank, ich dachte schon, da kommt nichts mehr. Sehr cool, die in Dings zu haben, tatsächlich in Super Rare. Kommt einmal in eine Sleeve natürlich, die ich gerade noch rumliegen habe. Komm, reiner mit dir. Aber Heilige Elfin, super. Sehr cooles Artwork. Mich wundert, dass die erst jetzt so ein bisschen so... Die hat ja nicht mal richtig Support bekommen. So. Die ist basically einfach eine Supportkarte für Blue Eyes oder sowas. Oder für Normal Monster war es. Anstatt, dass man ihr so vielleicht ein eigenes Themendeck gibt. Weil die hat ja sogar Dark Counterparts mit der dunklen Elfe und alles. Und ja. Aber erste super. Erste von 4 super haben wir. Haben wir die Insektenkanone. Kleinen Engel, die Reißzähne, Mammutfriedhof und oh, in Ultra, oh, den Arm von Exodia in Ultra.
Okay, jetzt kommen ja alle auf einmal. Halleluja. Ultra Rare, linker Arm von Exodia. Einmal in die Sleeve. Jetzt haben wir eine von den zwei Ultras, ist jetzt der Arm. Ich meine, wie gesagt, ich hätte lieber einen Blue Eyes genommen, muss ich sagen. Aber ist trotzdem cool, den linken Arm von Exodia einfach zu haben. Sehr cool. Dann haben wir eine Super und eine Ultra. Wenn jetzt alle auf einmal kommen. Halleluja, ne? Ich schwör's, ich krieg den Kopf in Ultra, ich seh's kommen. Das Phantom. Noch ein Skybird Playset. Vogelfieh, Schwert und nochmal den Totenkopfdiener. Diese alten Karten, ich freue mich. Ich werde danach halt direkt Magician's Force und Strike of Neos aufmachen, ne? Halleluja. Heißt das nicht irgendwie Panzerstern? Fällt's gerade mal ein. Das Elektro-Ding, Masaki, das Buch und nochmal den Zyklopen. So, jetzt haben wir eine Ultra und eine Super. Das ist ein 6-Arme-Monster, die Wolke, das Schwert, das Basis-Insekt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, seht ihr diese Stats? Seht ihr diese Stats? Ich hab den... Wie geil ist es, dass ich den Red Eyes... Ich liebe Red Eyes und ich ziehe aus einem LOB-Booster den Red Eyes. Ich hab die Stats gesehen und ich wusste einfach, das ist mein Boy. Ultra Red Eyes. Ich liebe mein Leben. So klar, wie gesagt, Blue Eyes alles ein bisschen mehr wert oder so, aber das ist eine emotionale Bindung, die ich gerade zu dem Ding hier aufbaue. Ein LOB Red Eyes Black Dragon, der rotäugige schwarze Drache. Oder falls ihr nur den Anime gesehen habt, der schwarze Rotaugendrache. Oh mein fucking Gott, ja. Ja, einfach nur. Oh, das macht mich gerade so glücklich, weil ich sammle ja generell die Red Eyes Karten und ich muss unbedingt noch an das OCG Artwork vom Red Eyes rankommen. Und jetzt habe ich einfach einen LOB Red Eyes. Oh, ist das cool. Ich habe die Stats gesehen und ich wusste, das ist der Red Eyes. Und ich finde es so schön, dass ich als Red Eyes Liebhaber einfach einen Red Eyes aus einem LOB Booster ziehe. Oh mein fucking Gott, ja. Direkt Video instant nice. Jetzt müsst ihr schon liken. Aber holy shit. Holy shit. Okay, egal was jetzt noch kommt. Wir haben rein theoretisch noch drei Super. Also da kann immer noch supermäßig irgendwas kommen. Flammenmanipulator. Jetzt fehlt uns ja nur noch der Flammenschwertkämpfer. Aber ohne Witz, jetzt schon Bombe. Jetzt schon einfach, come on, ja. Ich will die einfach jetzt haben. Jetzt, oh Gott, ja, ich bin gerade so fucking glücklich, ne? Einfach ein Red Eyes. Die abscheulichen Keimer-Manual, Kagemusha, das Buch und in Super den Menschenfresserkäfer. Ja, natürlich der Menschenfresserkäfer, aber dass der die Monster noch zerstört hat, ne? Man merkt hier richtig, wie es an der Seite nicht so geil verarbeitet ist. Aber Menschenfresserkäfer in Super Rare. Ja. Auch nochmal sehr, sehr cool tatsächlich. Ganz alte Karte auch. Damit haben wir zwei Super, zwei Ultra. Das heißt, wir sollten noch zwei Super ziehen. Zwei Super sollten noch drin sein. Das heißt, wir haben jetzt den blauen Ninja, da fehlt nur noch das Fallending-Monster, das Dings zerstören kann. Die Pflanze haben wir, das Verstärkungsding, der Fake-Donner-Drache, die Reißzähne und dann haben wir das 13. Grab. Der Duke Devlin damals ja, glaube ich, gespielt im Duell, im Dungeon Dice Monsters Duell nennt man das, glaube ich, gegen Yugi. Ich merke gerade, da ist kein Blut. Das heißt, die haben in Korea tatsächlich nicht die, die uns. Wir haben auch zensierte Artworks. Die Kanone haben wir nochmal. Ist das Hinotama-Seele oder so? Die Rose. Und oh mein fucking Gott, jetzt haben wir richtig Glück. Jetzt haben wir richtig Glück, denn es sind die verräterischen Schwerter in Super Rare. Holy Gott, haben mich diese Karten bei Barry damals ja aufgeregt in der Booster Battle Series. Aber ja, jetzt haben wir auch noch die verräterischen Schwerter in Super Rare. Eine Super haben wir noch. Sehr coole Puls. Sehr, sehr coole Puls tatsächlich. Einfach ein Ultra Red Eyes gezogen. Das ist halt schon... Boah, ich bin so fucking glücklich, ne? Und ich werde hier gleich noch mehr auspacken können. Das ist... Oh mein fucking Gott. Dunkelgrau heißt das Ding noch, glaube ich. Oder Dark Ray oder so. Die Tante mit den Armen. Der Engel. Die Reißzähne. Und direkt die nächste Super. Jetzt kommt alles in den... Oh, hoppla. Okay, ich habe gerade gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe, es passt noch alles. Keltischer Wächter, auch in Super Rare. Finde ich auch cool, den jetzt tatsächlich nochmal in Super Rare zu haben. Sehr, sehr cool. Und ich brauche, glaube ich, nochmal ein extra Binder für koreanische Karten. Ich glaube, ich werde mir demnächst nochmal einen neuen Binder holen, weil ich
langsam das Gefühl habe, ich werde sehr viele koreanische Karten ziehen. Aber keltischer Wächter auch nochmal in Super. Und damit müssten wir eigentlich alle Super haben, weil ich glaube, es sind eigentlich nur 4 Super drin. Das heißt, in den restlichen Packs hier wird wahrscheinlich nicht mehr großartig was sein. Schauen wir mal. Mammutfriedhof. Der Ding, der immer ein bisschen aussah, als würde es sich an den Möpsen rumgrapschen. Der Bogen, die Hinotama-Seele. Und wir haben noch den Metalldrachen. Der Name ist so verschwendet. Metalldrache könnte so cool sein. Und dann wird er für sowas gewastet, das einfach aussieht wie so ein Bus. Weird. So, kennen Sie diese Busse mit diesen Ziehharmonika-Dingern so, weil zwei Teile zusammenkommen? Das ist basically der. Ich habe da einen Fleck auf meinem Bildschirm. Weg damit. Ich glaube, irgendwann demnächst werde ich auch mal was im Stream auspacken. Haben wir das hier einmal? Dann haben wir... Was ist denn hier irgendwie Temperaturhöhen, Körpertemperatur, irgendwas? Was? Berge haben wir und dann haben wir nochmal den weißen Tiger. Den weißen Tiger. So, kein Blue Eyes, kein Dark Magician, aber ich habe meinen Red Eyes. Was will ich denn noch mehr? Was will ich denn noch mehr? Die ewige Flamme sieht aber ein bisschen weird aus. Die sah bei uns nicht so aus, so dieses geriffelte Muster, oder? In Rare nochmal. Macht ja 800, nee, 600 macht die hier Schaden, oder was? Macht die 600 in dem Ding? Macht die nicht normalerweise 800? Die hieß die ewige Flamme? Bin mir nicht sicher. Totenkopflina. Der Ritter. Urabi. Und... Jetzt kriegen wir wieder 600 Life Points. Ah, ich weiß nicht, wie die Karte heißt, aber ein Rare, die uns ein paar Life Points tatsächlich gibt. Ich meine, ich wäre natürlich geil, jetzt nochmal eine extra Karte zu ziehen, aber es gab in diesem Set hier noch keine Secret Rares. Dementsprechend, ja. Amarillo, der Bogen, Hagemusha, Ödland und nochmal ein Mammutfriedhof. So, wir nähern uns den drei letzten Packs, Leuten. Leuten vor allem, Leute. Ziehen wir nochmal eine Rare. Vielleicht kriegen wir noch eine Rare. Vielleicht noch einen Pot. Ich nehme gerne nochmal einen Pot of Greed in Rare, ne? So ist nicht. Der Riese, der Kämpfer, die Tante, der Biberkrieger und Verteidigungsstopp in Rare. Die hatten wir auch noch nicht. Nehmen wir gerne. So, zwei Packs noch. Die Tante haben wir schon mal, die Hinotama Seele, der Wald... Und das Ding, das aus dem Spiegel kommt. Und zum Abschluss das letzte Pack von Legend of Blue Eyes White Dragon. Nachdem wir schon meine Lieblingskarte gezogen haben aus diesem Set. Die Meerjungfrau. Der geringere Drache. Der kleine Engel. Das weiß ich nicht. Und zum Abschluss haben wir nochmal King of the Abyss. Und damit sind wir fertig. Wir haben sehr, sehr gut gezogen. Erstmal die Rare, die ich rausgelegt habe. Natürlich Topf der Gier. Sehr, sehr cool. Und dann ging es an die Supers. Da haben wir einmal den Menschenfresserkäfer. Sehr cool. Die mystische Elfe. Sehr cool. Dann nehmen wir den keltischen Wächter. Auch cool. Ist eine Classic-Karte. Dann die verräterischen Schwerter. Und unsere zwei Ultras waren einmal der linke Arm von Exodia. Und natürlich... Mach die Kamera scharf, bitte. Rotäugiger schwarzer Drache in Ultra Rare aus LOB. Oh, so cool. So cool. Aber ja, das war's. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Von dem her, würde ich mich sehr über eine Position freuen. Lasst gerne ein Abo da. Wir haben, wie gesagt, noch sehr vielen geilen Shit, den wir aufmachen werden. Von dem her sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.